Danke, dass Sie sich alle zu diesem illustren Liederabend eingefunden haben. Dieses Konzert steht unter dem Motto Love, Respect, Conchita. Also Liebe, Respekt und... mein Name, damit Sie auch wissen, dass Sie in der richtigen Vorstellung sitzen. Tatsächlich sind es die Themen, die mich momentan sehr beschäftigen, die Welt sehr beschäftigen. Und nachdem sich die Welt momentan mit allem anderen befasst, aber nicht mit Liebe und Respekt, dachte ich mir, ich starte hier das Gegenprogramm
Und beschäftige mich auch mal vorerst mit der Liebe. Ich habe auch in einem Liebeslied begonnen von einer meiner Lieblingssängerinnen, Shirley Bassey, die den Moment oder das Gefühl besingt, wie es ist, wenn man verliebt ist und das alles grau ist, wenn die Person, der man ihr Herz geschenkt hat, nicht da ist und wie schön es ist, wenn man dann eben zu zweit ist. Und Sie kennen alle dieses Gefühl. Man lernt jemanden kennen und dann, man tauscht sich aus und dann kommen so Themen auf den Tisch wie, er sagt, ich habe einen Hund und ich sage, hey, ich liebe Hunde. Das ist eine Lüge. Aber ehe man sich versieht, hat man dann einen Labrador auf der guten IKEA-Couch sitzen. Tatsache ist, dass nur ein einziger Hund es in meiner Wohnung bisher geschafft hat. Sein Name ist Johnny und er hat eine Glatze. Also nicht wirklich, das heißt, eigentlich hat er nur am Kopf Haare, ansonsten ist er nackt. Das ist einer meiner besten Freunde, beziehungsweise ist sein Herrchen heute auch da, Thomas Kirchgraben, ne? Wo auch immer du bist, dein Hund ist der Einzige, der in meiner Wohnung darf. Naja, und dann redet man eben weiter und man spricht über Lieblingsfilme. Natürlich hat man die alle gesehen und alle ganz toll gefunden. Und dann spricht man über Essgewohnheiten und er sagt, ich bin Vegetarier und ich sage, hey! Ich auch! Das waren die drei hungrigsten Monate meines Lebens. Wie dem auch sei, gibt es in Sachen Liebe natürlich wahnsinnig viele Facetten. Und nicht zuletzt gibt es die körperliche Liebe. Meine Eltern sitzen wo? Wo seid ihr? Hi. Keine Sorge, meine Eltern. Ich weiß, ich habe beim letzten Konzert gesagt, am Weg zur großen Liebe habe ich wahnsinnig viel Geschlechtsverkehr. Das sage ich heute nicht. Aber trotzdem würde ich gerne das größte O seit Menschengedenken besingen. Dauert ein bisschen. Get your gun ready, steady, mission on, but we never miss a green. I won't tell nobody what you do with your body, where you go with your body, cause you go. Don't stand up, have a meal before you go. Over and over. You are my soul.
Und nachdem die körperliche Liebe wahnsinnig viel Spaß macht, habe ich gehört. Dein Freund, Thomas Kirchgartner. Sorry, Schatz. Kommt man drauf, so vielleicht ist Sex, jetzt habe ich es gesagt, es tut mir leid, es musste raus. Vielleicht ist es doch nicht alles und vielleicht sucht man doch jemanden, mit dem man mehr teilen kann und in dem man sich verlieben kann. Und genau davon handelt es im nächsten Lied, Somebody to Love. But that don't mean we can't play.
Kardinal schon gesagt, dieser Abend steht unter Liebe, Respekt und was vergessen. Und wenn es um Respekt geht, gibt es natürlich einen sehr, sehr offensichtlichen Punkt, den ich hier anspreche, nämlich den Respekt, den wir füreinander haben sollten. Aber im musikalischen Kontext, damit das ja auch alles hier Sinn macht, will ich heute auch denjenigen Respekt zollen, die mir, wie soll ich sagen, auch ein Stück weit das Singen beigebracht haben und mir meinen Geschmack geschenkt haben. Und zu diesen Menschen gehört unter anderem Nancy Sinatra. Diese Frau hat zufällig eines der berühmtesten Liebesduette mit Lee Hazelwood aufgenommen, mit dem klingenden Namen Summer Wine. Und in diesem Stück wird die doch sehr spezielle Romanze zwischen den beiden gesungen. Und kurz geht es darum, dass er sich wahnsinnig in sie verliebt, sie ihn abfüllt. Er einschläft und am nächsten Tag ohne seinem Hab und Gut mit einem Riesenkater aufwacht. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Wie du jetzt sagst. Strawberries, cherries, and an apex of some spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, a chain or two. A song that I never only sing to just a
Sie müssen mir verzeihen, wenn ich ab und zu den Rücken zukehre, aber wann kommt man schon in die Situation, mit einem Orchester spielen zu dürfen? Und dann auch dadurch ist, dass man so hintergangen wurde und seiner Habseligkeiten entledigt, fragt man sich natürlich, gibt es denn eigentlich ein Leben nach der Liebe? Und ja, ich vermute schon. Eine weitere, wie soll ich sagen, Ikone der Musikgeschichte, die ich heute besingen möchte, hat einen der wohl nervigsten Popsongs der Welt ins Leben gerufen. Ihr Name ist Cher. Und der Song ist Belief. Denn, wie soll ich sagen, ich habe den Eurovision Song Contest gewonnen und es hat ein Jahr lang gedauert, bis ich mein erstes Album rausgebracht habe. Ich denke, Sie applaudieren für den Sieg und nicht dafür, dass es ein Jahr gedauert hat, bis ich ein Album rausgebracht habe. Ich arbeite an meinem zweiten Album.
unter Umständen in den letzten, sagen wir 36 Monaten, das ein oder andere Mal gesagt, dass dieses Album eigentlich tatsächlich schon fertig ist. Das ist es aber nicht. Nichtsdestotrotz gibt es schon einige Songs, die ich bei diesem